Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 und wir sind noch bei Felix und Ringo. Im letzten Part haben wir festgestellt, dass der Frühling da ist. Wir haben ganz viele Wünsche erfüllt, was den Ringo betrifft. Wir haben mit ihm gespielt, wir haben mit ihm Pfötchen geben, Männchen machen gemacht, wir haben ihn gestreichelt, gelobt und sind mit ihm spazieren gegangen und am Schluss hatte er, Felix, den Wunsch, weil halt Frühling ist wahrscheinlich, sich hier in dem Garten mal ein bisschen was hinzumachen. Er hat jetzt drei Obstbäume, er wollte eigentlich nur einen, aber das macht ja nichts. Und wir haben hier ein kleines Beet, finde ich sehr hübsch. Ui, fängt auch schon gut an zu wachsen. Sehr schön. Und jetzt ist er am Schlafen. Ich spule mal ein bisschen, weil es ist Mittagsschläfchenzeit. Also so, wenn er noch bis abends ein bisschen was machen will, dachte ich, legen wir mal kurz hin, weil sonst haut das ja nicht hin, ne? So, ich glaube, so geht's auch wieder. Uiuiuiui. Jetzt ist er 73. So, genug geschlafen. Kannst mal wieder aufwachen. Ja, dann geh doch noch mal. Ja, komm. Geh mal das machen und, oh Gott, duschen. Säubern können wir ein andermal. Ich hab jetzt gerade keine Lust auf Säubern. Und was haben wir denn hier so an Wünschen? Er will Billard spielen. Wartet mal, ich hab mal so. Da ist die Titania. Dann haben wir hier den Norbert, der geht uns langsam flöten. Der will auch dauernd was mit uns machen. Ich hatte damals hier aber keine Gruppen erstellt, ne? Glaube ich. Okay, warte mal kurz. Ich muss mal... Wie war denn das? Wie war denn das? Wie hat man denn das mit den Gruppen gemacht? Das Pensionär, ja, schön. Das ist auch schön. Und da ist nur das. Genau. Ach, er hat die Laufbahn Ruf auch noch. Wusste ich ja gar nicht, dass Felix Laufbahn Ruf hatte. Ist ja Hammer. Okay, dann komm mal her. Wir müssen mal gucken, ob ich das mit den Gruppen hinkriege. Gruppe verwalten. Das probiere ich jetzt mal kurz. Weil das nervt mich. Ich bin jetzt verwöhnt. Ich habe woanders Sachen, die gibt's hier gar nicht, oder? Die habe ich hier zumindest nicht. Ich muss doch mal schauen. Gruppenname. Einfach mal. Freunde. So, Freundegruppe. So, und da soll rein. Sims, die Felix kennt. Ja, das ist schön. Ach Gott, nee. Was haben wir denn da alles? Nee, die suche ich nicht. Nee. Ah, obwohl. Hä? Den kann ich mich auch noch irgendwie erinnern. Ach, Herr Jemine. Ja, hier sind natürlich da. Unsere Lieben. Genau. Manuel, Markiboy, Melissa, Nalina, Regina. Aha. Und das hört auf. Wie? Oh Mann, wo sind denn die ganzen anderen, die ich kenne? Gibt's da nicht noch ein paar? Wir müssen doch. Wie ist denn das um Himmels Willen angeordnet? Ah, die kennt er? Okay, ja, komm. Ab in die Gruppe, wenn ich dich kenne und du da so ein Zeichen hast. Ah, Desdemoda. Woher kennst du denn die? Was ist das um Himmels Willen für ein grünes Zeichen? Ah. Ich dachte, das wäre das ist komisch geordnet. Ah, hier haben wir ein paar. Ja. Aha. Den kennst. Jo, die kennst. Natürlich. Jawohl. Da sind mal ein paar, Andrea. Okay, die mit dem Zeichen dran. Keine Ahnung. Wer ist denn das? Kenne ich den? Die kennt er natürlich. Die kennt er irgendwie auch. Ja. Was ist da? Die auch in die Gruppe reinpacken? Ah, nee. Komm, das reicht. Ich glaube, das sollte genügen. Maximale Gästezahl 8. Wir nehmen jetzt erstmal die Leutchen hier. Jo.
So, können wir jetzt irgend, warte mal, was können wir jetzt mit Gruppe machen? Gruppe einladen. Ah ja, okay. Warte mal. Mach du mal dein Tai Chi, genau. Warte mal, anrufen, Transport. Kann man auch mit einer Gruppe sich treffen? Oder ist das dann Gruppe einladen? Ich glaube ja, das ist Gruppe einladen. Nee. Ich guck mal. Sorry, dass ich da jetzt länger brauche, aber das ist, ja, das ist einfach nur das Gruppe, ne? Ja, hier gibt es kein Gruppendings. Ich muss mir mal hier die Namen rausschreiben von meinen lieben Freunden, die ich da alle habe. Ich habe ja hier verdammt viele Leutchen. Er kennt verdammt viele. Also hier, die haben wir jetzt reingepackt. Da den Richard habe ich nicht drin und die Camilla habe ich nicht drin. Und da, wie heißt der? Dominik Obermeier. Ah ja, das gehört auch noch zu den Freunden. Okay. Gut, nee, das ist es dann nicht. Dann machen wir mal Gruppe einladen. So, dann probieren wir das jetzt mal. Zu einem Ausflug. Ja, nur zum Spaß. Zu einem Ausflug. Komm, mach einen Ausflug. Ausflug. Ich will jetzt einen Ausflug machen. Okay. Ja, genau. Die Freunde. Jawohl. Und dann sind wir so da alle. Ja. Supi. Ja, Ich habe das, wie haben wir gesagt, ja das ich weiß, dass linke es diese Tor. Gruppen gibt. Ich wurde schon eingeladen, ist ja klar, bei Sims 2 habt ihr auch schon gesehen. Ich habe aber, glaube ich, noch nie richtig mich um diese ganzen Gruppen und so gekümmert. Norbert und Titania werden zu deinem Treffen kommen. Entweder mögen die anderen dich nicht genug, oder sie sind bereits anderswo unterwegs, besitzen kein Telefon oder schlafen. Cool. Jetzt weiß ich nur nicht, muss ich jetzt auch noch ein Taxi rufen? Kommen die hierher? Ach, die kommen hierher. Okay, ja gut, geht auch so. Pff, eigentlich wollte ich mit euch weggehen, aber pff, ist ja wurscht, ne? Hallo, Kondisch. dann komm mal rein. Insiderwitz, komm. Kuschas. Ella Ganda. Über was beschwerst du dich denn, um Himmels Willen? Norbert. Magavlova. Jetzt beschwert sie Tamara. sich auch noch über den Knochen, also hallo. Bäh. Macht mal halblang hier. Chemo Ja, auf geht's. Komm, tratscht mal eine Runde. Und redet mal von Reisen. Genau. So, und dann machen wir hier auch gerade mal weiter. Yeah. Reden über Hobbys. Ah, Natur. Das ist das Neueste. Und, lalala, was können wir noch machen? Lustiges Spielen. Ja, Käseschlacht. Jo, das ist halt jetzt der Haken. Normal hätte mich das hier immer gestört. Ach, jetzt stört mich die Käseschlacht. Egal. Dass da immer die Zeit läuft und man irgendwas Tolles machen muss und keine Ahnung. Ja, aber das juckt mich heute mal gar nicht. Das ist mir sowas von Pieps egal, was da abgeht. Hauptsache hat Leute bei sich und hat seinen Spaß. Ja, und das scheint ja zu gefallen. Das ist ja schon mal schön. Oh Gott, wie sie sich die Dinger um die Ohren hauen. Könnt ihr auch mal ein bisschen ablästern? Ja, über wen lästert ihr? Ah, über den, ja, über den Mistkäfer von Einbrecher. Ja, und Titania steht da. Können wir da mal weitermachen? Bleib da, hallo. Hier geblieben. Auch mal ein bisschen tratschen. Ach, ja, ach. Kommt ihr alle raus? Oh ja, ich weiß, was wir machen könnten. Vorschlag? Einziehen, um Gottes Willen? Nee. Wir ziehen hier nicht ein. Wie wär's denn mal damit? Das wäre doch bestimmt lustig.
Hast du Lust? Ach nee, er erzählt, wie Elise gespukt ist und Manuel erschreckt hat. Na, 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 ob das nicht... Hoffentlich ist das klug. Unser Hund guckt schon wieder so, als wird Elise vielleicht gleich aus der nächsten Ecke auftauchen. Ja, auf dann. Hopp, hopp. Wo ist jetzt Norbert? Norbert, wo bist du? Ja, das kenne ich mittlerweile auch. Kommst du mal bitte aus dem... Tja, er kommt jetzt nicht aus dem Bad raus. Also gut. Oh, Gesundheit. Hallo. Aber ich kann dir nicht Gesundheit sagen. Komm, wir machen einen Schulschlachtruf. Sie kennt den gar nicht, sehe ich gerade. Hey, du hast den nicht gekannt? Das gibt's doch nicht. Ich weiß, was wir spielen. Hallo Norbert. Ja, kommst du auch in unseren wunderschönen Garten? Machen du mit bei Foodbag, bitte. Komm. Hallo. Ihr solltet doch... Mann. Könnt ihr nicht, hallo, hier. Ja gut, dann eben nicht. Dann würde ich sagen, ich glaube, die haben bestimmt auch Hunger. Dann tu doch mal bitte Abendessen servieren. Was könnten wir denn mal machen? Truthahn. Ja, hatten wir schon mal einen Truthahn? Komm, du machst jetzt mal einen Truthahn. Das will ich sehen. Ah, lecker Truthahn. Das schmeckt bestimmt ganz famos. Und du musst dich später noch hier um dein Grünzeug kümmern. Mhm. Ja, ja, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Jetzt, wo du einen Garten hast, musst du auch gucken, ne? Ja, aber ich find's toll. Jetzt geht... Ich dachte schon, jetzt geht Titania auch noch baden. Mhm. Ach, schön. Jetzt haben wir hier auch mal eine Gruppe und sehen mal, wie das geht. Aber ich glaube, wenn ich dann einen Ausflug machen wollte... Ich habe die auf einen Ausflug eigentlich auch eingeladen... Egal. Da müssten wir dann, wenn die da sind, zusammen Taxi bestellen und dann irgendwo hinfahren. Das ist dann ein Ausflug. Und nur zum Spaß müsste ich halt auch mal gucken, wie das dann geht. Aber ich finde, sie amüsieren sich ja insofern alles bestens, ne? Ja, denk, nee, 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 nee. Hallo! Machst du, bist du, hallo? Wir wollen keinen verbrannten Truthahn. Oh, guckt euch dieses Riesenvieh an. Haben will. Komm. Oh, ja, lecker. Oh, kannst du mir auch was geben? Hm, was ist das? Ist das Kartoffelbrei da? Und Spinat? Und was ist das andere? Hm, oh, lecker. Ich will auch sowas Feines haben. Guten Appetit. Siehst du? Das meinte ich. Oder seht ihr? Er muss noch nicht mal zum Essen rufen. Die kommen schon freiwillig. Aber du kannst trotzdem zum Essen rufen. Gäste, komm. Oder setze dich. Brauche ich nicht mehr rufen? Nee, ne? Ja, seine Kochkünste sind berühmt. So, ich würde sagen, wir zuprosten uns mal, ne? Das müssen wir mal. Wir haben uns lange nicht mehr getroffen. Das ist jetzt angesagt. Genau. Auf uns. Auf die Freunde forever. Ja, jetzt habe ich das für dich auch nochmal angemacht. Ist ja wurscht. Doppelt hält besser. Ja, auf eine noch schöne Zeit und ein gutes Essen und viel Spaß im Leben und keine Ahnung, was noch. Ja, und Ringo guckt und möchte auch was. Du willst auch Truthahn, ne? Guck mal, da oben ist er, da oben steht er. Ne? Ganz verlockend. Ach, gib mir jemand was. Oh, mein Felix. Der hat gar keine Zeit für mich. Ist immer nur mit anderen am Rummachen. Oh, komm. Ringo, das stimmt doch gar nicht. Du bist doch unser Herz allerliebster. Hm, nur gleich mal Bauchi kraulen, gell? So einem Hundeblick kann man ja nicht widerstehen, muss ich sagen. Unser allerliebster Hund. Ja. Oder hast du nichts zu essen? Das kann aber eigentlich nicht sein, oder? Doch. Nee, da ist noch drin. Ich dachte schon. Zack. Und es schneit mal wieder. Ja, super.
Immer ist es am Stein. Aber ihr seht mal was. Guckt mal, es ist schon... Ich will es ja nicht beschreien, aber wir haben schon 2 Uhr nachts. Und es ist keine Elise aufgetaucht. Also ich glaube, die Familienfeier war es vielleicht wirklich, ihre ganze liebe Family, und sie war nicht mit dabei, was sie so vielleicht gestört hat. Ne? Ja, komm jetzt. Ja, mach mal. Genau. Die Zeit läuft ab. Ach so. Ach, Leute, ehrlich, ich rede über Elise und übers Sterben und dann steht da, die Zeit läuft ab. Und der Hund guckt die ganze Zeit so. Und, oh Gott, nee, ehrlich. Ja. Ja, ich weiß. Ach, Insider. Was ist? Ach, er ist müde, ja. Warum jaulst du? Wegen dem Fernseher oder was? Hä? Ach, weil der Fernseher noch an ist. Ja, kitzelt. Hör doch mal auf, den armen Felix anzuniesen. Ja, dann lass das. Dann red hier noch mal ein bisschen tratschen und unterhalten. Insiderwitz. Hallo, wo rennst du denn hin? Und dann sagen wir tschüss, ne? Und dann verabschieden wir uns. legen aber bitte den... Nee, ich will die nicht auflösen. Erst weglegen. So. Und dann geht's ab in die Haya. Tschüss, macht's gut. Und dann ist nämlich dieser Part auch schon wieder vorbei. Wow, das hat ja dann da mal ganz gut geklappt. So, er geht. Ich hoffe, Titania geht dann auch. Oder ist Titania jetzt noch bei uns? Ach Mist, ich habe vergessen, Titania hockt schon wieder in der Badewanne. Ach du Schande. Ich habe vergessen, den Fernseher auszumachen. Na gut, egal. Titania in der Badewanne, ist uns jetzt alles pieps egal. Wir liegen im Bett und schlafen. Und dann mache ich hier auch für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Part. Beim nächsten müssen wir uns mal endlich um den Garten kümmern, den er da extra angelegt hat. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei der Familie mit Regina, Manuel und den Kindern wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.